Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu der finalen Folge Minecraft Castle mit der Flocke. Hallo. Hallo. Au, das hat geleckt. Oh. Geschlagen? Ja. Lecko mio, das hat mich, dein Schlag hat mich komplett in den Leck gefetzt. Also, Opala. Alles gut. Entschuldigung. Du hast noch meins Schaufel? Du bist die Schaufelbeauftragte heute. Ich bin die Schaufelbeauftragte. Was soll ich schaufeln? Das ist eine sehr gute Frage. Meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren, bevor ihr jetzt wieder weint, ich habe es in der letzten Folge nochmal gesagt, Castle geht mit dieser Folge zu Ende. Haben wir alles geschafft, was wir machen wollten? Ich glaube auf gar keinen Fall, oder? Nee. Okay. Haben wir aber genug hinbekommen, um trotzdem stolz auf diese Leistung hier zu sein? Ich würde sagen... Ja. Wir ja, Early nein. Das wäre so meine Idee dahinter. Flocke hat sich am Stadtbild beteiligt, Jo hat sich am Stadtbild beteiligt. Ich habe da vorne nicht das Ding zu Ende gechiselt und bittet, aber wenigstens haben wir dieses Ding außenrum, damit es nicht ganz aussieht wie ein Gemächt. Ja, wir haben die Farm, wir haben eine Windmühle, auch wenn viele Leute sich zwischendrin immer wieder geärgert haben, warum hat die Windmühle nichts zu bewegen und so weiter. Das Problem ist, wenn man Sachen ausmacht, dann hält man sich an diese Sachen, die ausgemacht sind, und wenn man von vornherein gesagt hat, dass diese Windmühle am Ende des Tages nicht so aussehen soll, dass man nicht findet, dass das ein Stadtbild passt, da muss man sich im Nachhinein dann nicht wundern, dass es dann von mir nicht so gebaut wird. Das ist, ich wiederhole mich nicht 50 Mal. Egal. Liebe Menschen, wir werden in der heutigen Folge jetzt ein bisschen cutten. Ich weiß nicht, ob Flocke das auch cuttet. Ja, also je nachdem. Wir werden heute in der Finalfolge ziemlich viel machen. Wir werden Wege anlegen, wir werden das Stadtbild ein bisschen verschönern, eventuell noch das ein oder andere notwendige Patchchen für irgendeine Sache raushauen, und ganz zum Ende, würde ich sagen, werden wir unsere Rüstungen und so weiter ablegen in unseren jeweiligen Häusern, damit die Menschen, die diese Map dann später downloaden, falls es einen World-Download geben sollte, ist der dann in den nächsten Tagen irgendwo unter einem Video unten in der Beschreibung verlinkt oder auch von diesem Video unten in der Beschreibung verlinkt, damit ihr die dann auch benutzen könnt. Ich würde aber sagen, wir fangen einfach mal an, Flocke, oder? Ja, meine erste Anfrage ist, können wir die Treppen, die Birchwood-Treppen, die wir haben, in Stonebrick-Stairs umwandeln? Ja. Und können wir die immer so machen wie hier, dass die immer mindestens eins tief sind und nicht davor sind vor so einer Kante, sondern dass die eben schon eins integriert wurden? Von mir wie aus. Hier auch? Das wäre cool. Darf ich das an den anderen Stellen dann auch schon anfangen? Hupsala, Hustenettenbär. Ja, kannst du machen. Ich würde mich dann mal um irgendwelche Pflanzgedöns kümmern und gucken, dass wir ein paar Saplings sammeln. Jo! Wir müssen noch einigermaßen Saplings haben. Sapling. Ich nehme das ganze Bone Meal. Le Bone Meal. Ist gar nicht so viel. Genau, Menschies. Sowas wie hier zum Beispiel meine ich dann eben, dass wir das hier drei Blöcke reinnehmen. Es sieht jetzt natürlich alles erstmal so mehr aus, weil wir jetzt noch nicht. Ich sollte mir vielleicht doch auch eine Übergangsschaufel machen in der Zeit. Ja, du kannst auch meine haben. So lange. Also deine zurückhaben. Oder wir machen Teamwork. Das können wir auch. Aber dann kannst du nicht Ding machen. Das ist doof. Nee, ich hole die ja nur raus, die Saplings, für gleich. Alles gut. So, ja, dann kannst du ja gleich reinbuddeln da an den Stellen. Ja, wo bist du denn? Ich bin hier gerade an dem Jo-Weg, würde ich es jetzt nennen. Ja, der Jo-Weg. Der Jo-Weg. Der Jo-Weg. Dass man das so integriert wie hier eben auch zum Beispiel, dass man hier vorne dann jetzt einen reingeht und so weiter und so fort. Verstehst du? Ja. Das hier ist schon gefixt. Ups. Deine Schaufel ist zu krass. Das ist nicht das, was ich meine. Hä? Weiß nicht, was du gerade machst. Die hier sollen weg. Ja, dann drück dich besser aus. Oder anders. Oder so, dass es auch Dumme verstehen. Nein. Dann brauchen wir wieder den. Genau. Das ist ja darunter, das ist ja jetzt egal. Push am Miau, wir machen eine Fackel drunter. Dann ist es jetzt mit Fußbodenheizung. Dass die halt dann immer weg sind, weißt du? So, dass die von dem Dirt eingekesselt sind, damit die nicht freistehend sind. Mari. Ja, die sind doch auch schon. Ja, das ist aber scheiße. Warum ist das scheiße? Das ist total scheiße, wenn da drunter nichts ist. Guck dir das an. Das ist ziemlich doof. So, jetzt ist darunter was. Ja, weil das sah ein bisschen kacke aus. Jojo, das ist völlig verständlich. Auch was drunter. So, das ist der Pfusch am Miau, den ich erwähnt habe. Der immer wieder mal passiert. Genau. Wir wollten allgemein natürlich auch stadtbildtechnisch ein bisschen was machen.
Dann haben wir die auf jeden Fall mal fertig gemacht. Dann brauchen wir jetzt erstmal noch eine wichtige Sache. Die haben wir nämlich seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich habe sogar einen Teil davon im Inventar. Ich würde ein paar Spruce-Türen machen und mal die ganzen Häuser, die keine Türen haben, bei uns mit Türen versehen. Denn wir haben sowohl in meinem Haus als auch zum Beispiel in dem Farmhaus da vorne haben wir keine Tür drin. Und auch in dem Magierturm haben wir keine Tür drin. Das ist faszinierend. Hier war bis heute keine Tür drin. Hier war bis heute keine Tür drin. Klim is now sleeping. Hoffen wir mal, dass Castcrafter mitschläft. So, hier ist jetzt eine Tür drin und dann haben wir nämlich die Teile schon mal getürt. Ist auf jeden Fall schon mal awesome, die zu türen, ne? Yes. Dann müssen wir uns da später noch um die Wege kümmern dahin. Glocke ist die Wegbeauftragte? Ja, ich buddel hier auf jeden Fall gerade auf. Vor unserer Bank bist du gerade. Katze kann nicht. Na komm, ich gehe. Okay. Schreib das mal kurz. Fix, dass ich unterwegs bin. Yeah. Ich habe dann da mal die Treppen weggemacht. Ich habe ja die Axt von uns. Oh. Soll ich hier... Teliege! Schon wieder, Teliege. Teliege. It's the special Teliege kind of magic. Zweimal falsch schreiben ist auch echt... Tee, danke. So. Klim ist ein Archimensch manchmal. So unglaublich. Wow, jetzt... Voll nett. Aua, Katze läuft in Kakteen. Was für eine Kaktusse. Manjo. Aua, Katze steht schon wieder. Das hat auch noch nicht ganz funktioniert. Wir müssen deine Road hier noch einsammeln. Talk. Oh Scheiße! Direkt mit TikTok in den Kopf gekommen ist. Da würde ich keine Treppe hin tun. Da würde ich hier auf eine Ebene gehen, weil wir hier sowieso dann. Trotzdem lustig, finde ich auch gut. Jetzt ohne Tee. Jetzt hält er sich dran. Jetzt hat er die Ds verloren. Was ist denn jetzt los? Jetzt hat er die Ds verloren. Immer wieder unterhalten, der Klimmi-Bimmi. Oh, jetzt verliert er immer mehr Vokale. Oh Mann. Wieso willst du da keinen Weg hinmachen? Was willst du hier sonst hinmachen? Weg schon, aber ich wollte da keine Treppe hinmachen in dem Moment. Ja. Sondern dadurch, wenn man das gerade legen kann. Warte. Dann mache ich das hier noch. Dann kann man nämlich hier. Sorry. Aber zusammen. Achso! Oh, ich dachte, ich war wieder zu doof wie und hab gut, zwei gleichzeitig. Wie gut das einfach war. Ich denke mir so, da könnte noch einer hin. Zack, Flocke sitzt auf. Okay. Hey, das ist mein Zombie-Loch, cool. Das ist nice. Du kannst hier gleich noch eine Treppe hinmachen. Yo. Nicht yo so. Sagen, bitte. Oh, Entschuldigung, das war nicht darauf bezogen. Also das hat jetzt nichts mit Joecraft zu tun, das hat mit einer Aufnahme gestern zu tun. Seitdem kann ich das Wort leider nicht mehr hören. Er ist auf einer falschen Frequenz jetzt. Flock ist nicht mehr in der Lage. Yep. Ups. Yo, läuft bei dir. So, sollen wir die Kaktussen denn da unten stehen lassen?
Wir können die auch woanders hinpacken. Ich hatte da nur, ich hatte nur die Kakteen dahingestellt, weil ich einfach Kakteen brauchte. Der Farbstoff ist ja auch sehr sinnvoll. Ja. Dann nehmen wir auch noch die Sugarcane-Sachen mit hier, dass die nicht mehr komplett unseren Strand besetzen, was auch immer. Waldschutz-Labs brauchen wir gerade nicht mehr. Er tut ein Tut. So. Ja, mein Inventar ist voll. Wir sollten langsam mal mein Inventar entleeren, Menschen. Eieieiei. So. Ich würde sagen, wir entfernen jetzt kurz noch die Kakteen. Und die Sugarcanes. Und dann bauen wir nochmal eine Kleinigkeit. Ah, ich habe sogar noch eine Diamond Shovel hier im System. Sehr gut. Oder ich kann wenigstens leichte Terraform-Tätigkeiten noch mitmachen. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Ich habe Stonebricks Steps jetzt kurz platziert an den Stellen, wo du blank markiert hast. Ja. Ne? Ja, ich hoffe, dass das hier einigermaßen okay ist. Das vom Terraforming her. Oh, nein, das ist nicht richtig. Dahin. Klim joined the game. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass Klim gegangen ist. Das habe ich schon mitbekommen. sollen wir das hier auch noch... obwohl, das ist jetzt zu viel Arbeit. Was denn? Alles gut. Das brauchen wir nicht machen, glaube ich. Dein Haus meinst du? Dein NPC-Haus? On Concrete. Aber ist ja egal, weil ich lasse eh keine NPCs mehr laufen im Moment. Weil die leider getötet worden sind. Das ist natürlich jetzt sehr bedauerlich. Noch geht so. Wir lassen das so. Das ist dann einfach so. Die Concrete Trap guckt ein wenig raus, das ist okay. Genau, wir werden hier unten noch ein bisschen Strand formen gleich. Bedeutet, wir werden hier unten gleich ein wenig Sand in die Pode nehmen. Und wir werden ein Feld machen, wo wir Kakteen und Sugarcanes anpflanzen können. Und ich würde fast sagen, dass wir da das Haus, das wir in deiner Folge neulich gebaut haben, missbrauchen für. Weil die Wood Farm hat ja momentan ein paar sehr, sehr, wie soll man es nennen? Kahle Seiten. Ja. Dass wir dort einen kleinen Garten mit dazusetzen, wo wir eben Kakteen und die Sugarcanes einfach in kleinen Mengen platzieren, damit man immer ein bisschen was hat, was man abfarmen könnte. Das wäre jetzt meine Idee dahinter. Mhm. Dann hätten wir das nämlich auch noch richtig verwendet. Und wir essen natürlich unsere Fischis. Nom, 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 nom. Feine Fischis machen nom, so, ich habe Kakteen, Sugarcanes und Sand. Ja, habe ich auch, aber den Sand halt nicht. Wo machen wir den jetzt am besten hin? Jetzt ist jetzt die Frage. Die einfachste Möglichkeit wäre natürlich hier hier vorne. Theoretisch hier noch einen kleinen Garten hinzusetzen. Dazu bräuchten wir natürlich ein paar Furnaces. Haben wir natürlich jetzt nicht dabei. Obwohl, müssen wir den Garten mit Furnaces abstecken? Müssen wir mit nicht. Furnaces, ich hab mit Fences meinst du? Fences mein ich ja. Ich dachte, was willst du denn jetzt den Garten mit Öfen abstecken? Dann kann man da auch mal was grillen, ey, Bruder. Ich hab Beins Idee von sein her. Weiß, wie wir abstecken können. Hallo. Name Katze sein tut. Das ist Oh ja, das ist schön. Haben wir hier eine kleine Heckenabtrennung. Die Frage ist, sollen wir das hier zwei hochlassen oder eins hoch? Ich glaube, hier oben eins hoch ist ganz gut, ja, wenn man neben dem Eingang ist, ne? Richtig. Dann hast ist es kein Sichtschutz. Fackeln? Hier unten ist Sichtschutz. Sichtschutz? Ja, habe ich. Wohin soll? Oder ich habe welche gedroppt. Warte, ich droppe hier noch mehr. Hast du wieder welche? Hier kommt dann theoretisch, hier ist dann theoretisch der Eingang. Da kommt keiner mehr hin, sondern hier ist ein Eingang. Den könnten wir sogar theoretisch... Das, ich habe sogar eine andere Idee gerade. Willst du ein Tor machen aus? Ich weiß wie. Du könntest ein Tor aus Büschen machen. So rüber.
Meinst du, dass man den Torbogen wachsen lässt, genau. wie sonst früher? Genau. Ah, dann müssen wir hier anfangen. Ich habe sie ja nicht mehr in der Pfote, die restlichen. Jetzt, da sind sie. So. Dein. Ja. Ja. Sehr schön. Wundervoll, würde ich sagen, schon fast. Wundervoll. So, dann können wir hier nämlich theoretisch eine Wasserquelle platzieren. Nö. Ups. Okay, wir können hier keine Wasserquelle platzieren. Ich gehe, tschüss. Hui. Ich brauche sowieso noch Wasser. Ich habe keine Wasser mehr in meine. Ich habe keine Wasser mehr in meine Wassereimer, weißt du? Meine Wassereimer ist eher so ein Eimer, nicht mehr eine Wassereimer. Sehr, sehr ärgerlich. Hui. Ja, Katze, Rechtsklick hat gut funktioniert, ne? Gut funktioniert. Was passiert eigentlich, wenn man Kakteen zu sehr wässert? Wenn die ertrinken. Dinge, die Katze wirklich gerne wissen wollte. Weiß ich nicht. Hallo. So, wir machen da stehendes Wasser draus. Würde ich sagen, wir machen hier. Und weil wir es können, eventuell noch. Ne, da können wir nichts machen. Hier würde ich sagen. Da machen wir Grasblöcke hin für ein bisschen Kaktus. Meinst du Sand? Wir können Sandblöcke für ein bisschen. Ja, das ergibt mehr Sinn, ehrlich gesagt. So. Genau, dass man wenigstens ein bisschen was hat. Dann nimmt man noch die Geheimwaffe von Blumen. Bei Blumen platzieren. Eventuell noch ein paar Poppies. Hast du Bohnenmehl gehabt? Nice, das passt perfekt. Ich hatte jetzt nur kein Bohnenmehl dabei, dann okay. Hat wunderbar funktioniert. Klick nochmal auf eins von den Gräsern mit Bohnenmehl. Danke. Haben wir nämlich ein großes Gras noch direkt am Anfang, weil nicht jeder mäht hier Rasen. So, dann haben wir den Teil schon mal schön gemacht. So schön, halten wir uns, müssen wir uns da nicht zu lange mit drauf anhalten. Aufhalten, anhalten, an der Stelle nicht mehr mit drauf aufhalten. Deutsch. Katze braucht Blumen. Genau, Katze braucht Blumen. Nee, ich würde die Wand jetzt weitermachen, die Wall fixen. War ja angeschlagen durch den Truppenübungsplatz, ändere. So. Dann müssen wir hier noch. Du hast Chisel dabei, ne? Nee, nicht mehr. Okay, dann hole ich den gleich. Dann kann ich den auch holen. Ja. Ah, war das sowieso Stone Bricks? Wir brauchen sie nicht. Ich dachte, es wären die Weathered Stone Bricks. Ich habe Stone Bricks dabei. Alles gut. Alles gut. Verlocke ist alles gut. Schon gemacht, schon getan, schon getute, tuten, tun. Der ist sehr nice. Der Übungsplatz ist auch komplett ausgeleuchtet, ne? Erstaunliche Arbeit, Frau Flocke. Erstaunlich. Yum, 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 yum. So, dann hatten wir ja noch die. Wie heißt es? Ja. Ja, wenn ich das jetzt wüsste. Wir haben den Weg hier, den wir theoretisch noch verbinden müssen. Der dürfte so theoretisch passen. Er sieht ein bisschen chaotisch aus, weil den habe ich gemacht. Ja, den kann man hier ja theoretisch verbinden, genau. Den könnten wir dann theoretisch auch mit dem hier zusammenführen. Würde ich hier einen Zweierweg gegenüber wegmachen. Wenn man das gerade zusammenführen lässt. Willst du es schräg zusammenführen lassen? Geht auch. Okay. Jetzt hatte ich gerade geguckt und hätte das jetzt einfach geradeaus weitergemacht. Wonderful. So, und den Teil hier können wir jetzt theoretisch abbauen, weil das ist everything is awesome. Genau, Blumen. Hustinierten Kate. Hustinierten Katze. So, dann mal die ganzen Truhen und so, die rumstehen. Das hat sehr gut funktioniert. Allgemein mal einsammeln und ins Lager hauen. Allgemein mal einsammeln und ins Lager hauen, würde ich sagen. Auch noch zusätzlich. Uiuiui. Genau, dann müssen wir auch gleich noch Fischis nachholen. Ja, zu wenig Fischis, um glücklich zu sein.
Und ich muss mich auch gleich mit Bone Meal bewaffnen. Ich hab Grass sollte man immer dabei haben. Bone. Wie viel Bone Meal haben wir allgemein noch? Ja, nicht mehr so viel. Mehr. Du kannst Knochen nehmen. Ja, ja, das ist. Ich habe noch drei Knochen Sticks, wir noch haben. 64er. Und ein 64er Stack Knochen habe ich noch. Jojo, ich habe auch noch einen 64er Knochen. Passt so. Ich muss nur ganz kurz noch Fischis holen. Eingang, Ausgang. So, dann haben wir die nämlich noch. Hier vorne haben wir noch Treppen, die noch weg müssen. Jetzt habe ich aber die Stone-Treppen nicht mehr dabei. Hol ich kurz. Stone-Treppe wollte ich jetzt schreiben. Stone-Brick. So, Stone-Brick-Stairs haben wir jetzt wieder in der Pfode-Mansion. Haben wir wieder in der Pfode und können das natürlich auch hier jetzt nach unten gehen lassen. Das Wichtige hierbei ist jetzt, man sollte es nicht unterschätzen, wir müssen auch noch den Weg hier nach oben setzen. Bedeutet, das müssen wir auch noch terraformen, das machen wir jetzt gerade mal. Jetzt haben wir nämlich da keinen Anschluss und den hätte ich schon ganz gerne, wenn ich ehrlich bin. Denn das ist dann doch eine ganz nice Geschichte. Aber hier sollten wir eventuell wirklich eine Oak Stair nehmen oder... Sollen wir hier wirklich Stonebricks nehmen dann? Das ist jetzt die Frage, das können wir gleich entscheiden. Tatsache ist, es geht hier auf jeden Fall weiter. 3, 1, 2, das Ding weg, 1, 2, 3. Hier kommt Grasblöcke hin. Es gibt hier noch ein paar Wege und Treppen und so, ne? Inwiefern? So. Wenn man noch machen muss? Genau, Treppen, ach ja, okay. Stufen noch. Ja, okay, mache ich gleich mit. So, hier wieder ein paar Stony-Slabbies hin, Stairs hin, nicht Slabbies. 1, 2, 3, 4. Und blub, blub, blub. So, den Teil haben wir auf jeden Fall schon mal gemacht. Das muss hier ja alles nicht unbedingt symmetrisch sein. Dementsprechend passt das hier dann, wenn wir so machen. Ja. Das einfach in die Offhand. Das funktioniert aber. Da. Noch ein weiter. War gerade kurz Katze Excel Stop Working. Kennt man ja. Gemein. Oh. Klick, 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 klick. Klicken, 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 klicken. So. Das wird natürlich immer alles weiter, schön weiter, 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 weiter verbunden. Wir entscheiden uns hier übrigens in der Stadt auf geordnete gerade Wege. Ich weiß, dass sie historisch nicht unbedingt akkurat sind, aber wir haben uns dazu entschlossen und wir setzen das dann einfach durch. Das ist dann einfach der Stil, den wir anstreben, genauso wie es zum Beispiel die Kirche nicht nach Osten zeigt aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, dass die Kirche nach Osten zeigt, aber ist das normalerweise so, dass Kirchen nach Osten zeigen müssen? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Nämlich auch nicht. Weiß ich das nicht. Ich weiß nur, dass die Moscheen müssen in irgendeine Himmelsrichtung zeigen. Ja, nach Mekka immer, ne? Ja, genau. Und wenn das gemeint ist, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, dass Kirchen immer in eine Himmelsrichtung zeigen. Dann ist es mir nicht aufgefallen. Mir halt auch nicht. Deswegen. Komische Gesichter. Vor allem, wo ist dann die Vorderseite in der Kirche? Bin mir nicht ganz sicher. Da hat mich der Kommentarschreiber damit dann doch ziemlich verwirrt. Gebe ich zu. So, jetzt müssen wir ganz kurz unsere Torches wieder an die Pode nehmen. Und hier ganz kurz, was wir weggeleuchtet, ausleuchtet haben, wieder ausleuchten. So. Und links haben wir noch eine Kleinigkeit. Sehr schön. So, jetzt müssen wir uns da unten gleich noch entscheiden. Dann gehen wir wieder zur Flocke, helfen mit Treppen. Ja, hat sich erledigt. Ich habe mir Treppen geholt. Okay.
Dann müssen wir zu Falocke trotzdem gleich gehen. Welche Bäume pflanzen wir denn bei uns in der Base? Oakwood Trees, Birch Trees, eine Kombination. Spruce-Wood Trees, also die hohen Tannen. Nicht die hohen, aber Tannen im Allgemeinen. Ich fände halt, Jungle Trees würden nicht reinpassen. Nee, Jungle Trees würde ich jetzt auch nicht machen. Aber der Rest ist eigentlich, wenn wir das so ein bisschen mischen. Also ich habe hier Dark Oak, Oaks und, nee, Spruce nicht. Ich hab Dark Oaks gibt es ja nur in den 2x2 Feldern, ne? Ja, Dark Oak kann ja kein 1x1. Und Birch Sapling habe ich auch noch eingefunden. Ja, ich habe hier ein paar Sprucey Saplings und ich habe hier ein paar Oak Saplings. Dann haben wir noch, ja, wie heißt es denn, was sollten wir noch suchen? Katze ist wieder dabei. Oak heißt es, Oak Stairs wollte ich gerne noch haben. So, die sollten uns reichen. Dann können wir nämlich hier unten endlich den Teil noch verbinden. Damit das so aussieht, als wäre das gewollt, was da ist. Wäre halt praktisch, wenn das... Das ist ein richtiger Superlauch gerade. Warum? Was hast du gemacht? Ja, weil ich hier wieder einen Denkfehler drin hatte. Wir brauchen das nicht. Was wir theoretisch brauchen, ist so... Lab ist doch eine Treppe für sich selber. Super doof. Da sieht man jetzt halt das Wasser drunter. Das kann man theoretisch aber auch mit Gras ausmerzen. Weil wenigstens noch auf dem Boden startet. Das sieht nicht so schlecht aus. So, jetzt. Dadurch kommt man dann auch an den richtigen Wege. Dann passt das auch einigermaßen. Dann würde ich sagen, wir pflanzen mal allgemein noch ein paar Bäumis an geeigneten Stellen dafür. Ich würde erstmal eine Runde mit Oakwoods gehen. Wir müssen nicht überall alles zuschmeißen, sondern einfach mal nur platzieren, ne? Oder wolltest du woanders jetzt was machen? Nein. Ich hole mir nur noch Oak Saplings. Okidoki. Okidoki, ja. Okidoki. Ah, hier können wir zum Beispiel noch einen Weg theoretisch machen. Ich glaube, meine Schaufel hält nicht mehr so lange. Ach gut, hat noch gehalten. Hier würde ich einen machen. Hier würde ich einen machen. Ich weiß nicht, ob wir hier direkt einen bauen wollen. Hier fände ich auch einen noch ganz okay. Auch hier noch einen. So, wir lassen ihn mal wachsen. Der wächst. Alter, natürlich. Der erste, der wächst, ist ein Riesenbaum. Deswegen hasse ich Oak Trees normalerweise. Könnte man natürlich beschränken, dass das nicht so sein soll, aber... Fängt auf jeden Fall schon mal so an. Der Riesenbaum ist halt echt krass. Hier versuchen wir auch mal einen hinzusetzen, würde ich sagen. Natürlich ist der auch riesig geworden. Natürlich ist der auch riesig geworden. Ärgerlich sowas. Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Bäume wachsen, wie sie wollen. Ich finde es nur immer wieder schade, dass die dann in den Momenten so riesig werden. Hier würde ich allgemein noch so eine Spezialstelle machen, wenn ich ehrlich bin. So. Ja, da sind unsere NPCs und sowas noch. Also es ist definitiv alles noch nicht komplett fertig, aber... Nee, leider nicht, aber da hatten wir auch echt nicht... Also es ist ja so schon mega viel gelaufen und man hat ja so schon sehr viel Zeit investiert, aber mehr, da hätten wir definitiv... einiges mehr an Zeit gebraucht. Es haben viele Leute noch gesagt, dass ich viele Sachen, die ich mir vorgenommen habe, überhaupt gar nicht umsetzen kann, nicht hinkriegen kann. Ich habe die Sachen, die ich genannt habe, wie Burg bauen und so weiter, noch bis zum Ende, habe ich gesagt, habe ich geschafft. Dementsprechend mache ich mir da, oh, das lassen wir weg, mache ich mir da ehrlich gesagt wenig Vorwürfe, dass die Sachen nicht durchgelaufen sind. Burg ist gebaut, Kirche ist gebaut, wir haben auch noch ein paar Sachen gepimpt. Das Einzige, was mich halt theoretisch dann am Ende des Tages noch jetzt stört, sind so Sachen, so Projekte, die ich immer nach hinten verschoben habe, die ich jetzt aber nicht die Geduld hätte, weil es so eine Fitzelarbeit wäre, durchzuziehen, wie zum Beispiel die Kette chiseln und sowas. Das ist halt alles so Zeug, das ist ärgerlich. So, meine erste Reihe ist gleich durch mit... Oh, ich sehe gerade.
sehen. Auch keine Stonebriggies mehr. Hier fehlen uns entweder Stonebricks oder eine Reihe Gras. Cover-up-Katze ist Cover-up-Katze. So. Der fleißige Fischimann ist immer noch fleißig dran. Der muss übrigens auch nicht hier hin. Den Fischimann müssten wir eigentlich theoretisch auch noch mit einem Weg anschließen irgendwie. Die Frage ist, wie wir den am blödesten aussehen lassen würden, den Weg. Fischimann ist ja doch ein Stückchen weit weg. Allgemein, Weg von Gestütshof und sowas. Nicht Gestütshof, hier Weg von... Was ist denn das? Blöd? Farmhaus. Ja, Scheune. Von der Scheune und so, den sollte man vielleicht auch noch allgemein... ein wenig versuchen darzustellen. Nehmen wir da Gras in die Offhand, machen so. Ich habe das Gefühl, heute habt ihr eine Uncut-Folge, Menschen. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, ich hatte heute nicht. Da habt ihr dafür heute mal eine XXL-Folge. Mir ist gerade meine Schaufel kaputt gegangen. So, das hier oben kann auf jeden Fall noch weg. Da haben wir jetzt auch mal hier. Wäre notwendig hier. Dann... Das ist auch schön, sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Ihr habt ja sowieso mal gesagt, ihr mögt auch Uncut-Folgen, dementsprechend kein Problem. Haben wir halt heute eine längere Folge für euch. Passt die ganze Geschichte theoretisch auch, ne? Wir sollten aber allgemein noch ein bisschen an Grünzeug gehen, würde ich sagen. Wenn ihr allgemein noch ein bisschen Grünzeug in der Stadt versetzen, ne? Mhm. Mit Bone Meal einfach ein bisschen rechtsklicken. Bin schon da durch. Also ich bin dabei, meine ich, nicht da durch. Das ist auf jeden Fall eine nice Geschichte. Heiliger Bimbam. Ja gut, aber wir können auch mal ganz kurz noch ein Thema ankreiden, wenn du das möchtest. Das war jetzt nach Jet dein erstes Projekt, wo du versucht hast, auch ein paar vorgenommene Sachen umzusetzen. So. Also es war das zweite Großprojekt, wo du mit dabei warst, wenn ich mich nicht täusche, wenn man Pirates abnimmt. Wie war das denn für dich im Allgemeinen? Hat es dir Spaß gemacht? Hat es dir wenig Spaß gemacht? Irgendeine Kritik, die du äußern möchtest? Irgendeine Katze, die du loben möchtest? Ich frage in der Reihenfolge. Würde ich das letzte auch ja als erstes sagen, ja. Ich glaube, es gibt nur eine Katze zu loben hier, nämlich dich, ne? Feine Katze. Genau, feine Katze. ich brauche noch Stairs übrigens. Hast du noch welche? Oh, dann ja. Bist du feine Katze. Ja, ich habe welche. Wenn ich keine hätte, würde ich sie jetzt irgendwo abbauen und dir geben. Einfach feine Katze-Titel ist feine Katze-Titel. Mein Titel. Ja. Danke. Ja, ich fand es eigentlich super angenehm. Ich fand sogar Castle, also Jet zum Beispiel, hat mir nicht so ganz so gut gefallen, muss ich sagen. Also, das lag aber auch daran, dass ich halt sowas wie... durch die Gegend fliegen und Leute abballern. Ich kann, also ich kann allgemein nicht fliegen. Das ist halt für mich ja absolut blöd gewesen. Und man hatte auch super wenig Zeit, sich vorzubereiten, immer für die jeweilige Sache, weil das alles sehr, sehr getaktet war und sehr, sehr viel getimed war. Aber Castle zum Beispiel hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war zwar am Ende immer so ein bisschen so, was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung, womit fülle ich jetzt eine Folge? Weil solche Timelapses zum Beispiel kann ich halt einfach nicht machen. Erstens bin ich da nicht fähig zu, von meinem Minecraft-Wissen. Und zweitens, ja, habe ich auch einfach nicht die Zeit. Aber so an sich hätte ich mir nur ein bisschen mehr Interaktion zwischen den Spielern gewünscht. Ansonsten fand ich Castle sehr, sehr schön. Es wäre ein sehr, sehr schönes Projekt. So hat dich Spaß gemacht. Das ist gut. Sehr. Das ist doch sehr, sehr nice. Ja, das ist doch schon mal super. Dann natürlich noch gefragt, also man muss dazu sagen, obwohl ich ja 24/7 online bin, einen der aktivsten Spieler habe ich so gut wie nie gesehen gehabt. Wie heißt der denn? Gottes Willen hier. Ich weiß bei Gott gerade nicht, wie er heißt.
Ihr krasser Typ bringt den Varo in Early Boy. Der hat natürlich hier im Stadtbild auch zu einigem beigetragen. Nämlich immer, wenn wir nicht wussten, was wir gerade tun sollen, haben wir uns überlegt, was würde Early tun und haben dann einfach nichts getan. Quasi, ja. Was ist denn das für ein Bobo-Ding? Ich würde gerne hier raus. Lass mich hier raus. Wo bist du denn schon wieder? Ja, wow. Öffnet sich die... Ich hasse es. Hat es in den Burggraben gefallen. Ja, wow. Oh mein. Oh, ich entdecke gerade einen Pfuscher-Miau. Das ist okay. Ich fand das Projekt... Bis auf, dass ich jetzt wieder irgendwo reingefallen bin, eigentlich echt super. Hi, mein Name ist Katze, nebenberuflich habe ich eine Tatze. Ich fand das Projekt okay, ich fand das Projekt super. Ich fand es toll, wie es gut bei den Leuten angekommen ist. Ich fand es ein bisschen schade, dass viele Leute trotz alledem nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, obwohl sie super viel gute Folgen produziert haben, die ein bisschen in den Schatten gestellt wurden, auch teilweise von anderen Leuten. Ich fand es im Allgemeinen relativ gut, dass das Roleplay mit Sparky so gut aufgenommen wurde von den Leuten. Ja, zum Glück. Da hatten wir ein bisschen Bedenken. Es gab ein paar Leute, die zwar dann meinten, nö, Sparky kann voll schlecht schauspielern und sowas, aber für das erste Mal Roleplay, und ihr müsst euch dazu denken, Katze ist nicht die einfachste Rolle, mit der man Roleplay betreibt, muss man ganz ehrlich dazu sagen, weil man nimmt sich ja im Kopf immer ein bisschen was vor, was man sagen möchte. Was man tun möchte auch gleichzeitig. Und wenn dann in dem Moment eine Katze vor dir steht und 15 Minuten an der Fackel leckt und du weißt nicht, was du tun sollst, dann weißt du nicht, was du tun sollst. Deswegen, Katze ist nicht die einfachste Figur, mit der man anfangen kann zu roleplayen. Und Sparky hat sich wunderbar souverän geschlagen, was das anging. Also wirklich bei weitem noch nie gesehen, dass sich jemand so souverän am Anfang geschlagen hat. Selten auf jeden Fall, wirklich selten. Es gab so ein paar Ausnahmetalente, die das auf jeden Fall hingekriegt haben. Die hatten aber auch alle Headset-Prototypen, ne? Waren alles Hacker, Kappa. So, wir füllen jetzt hier das komische andere System. Ich sehe schon, Flocke hat hier schon ganz, ganz viel geterrorformt und terrorformt und so weiter und so fort. Und Flocke, wann musst du die Folge denn fertig machen, damit du das rechtzeitig hochgeladen bekommst? Ja, gleich. Gleich fertig gemacht. Genau. Okay. Dann hoffe ich, dass ich das trotzdem noch hinbekomme, denn das ist nicht nur alleine mein Verdienst, meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren. Wo ist Locke? Bist du schon durch mit dem, was du tun wolltest? Ja, ich habe jetzt gerade den Rest hier hinter dir. Ja, hallo. Meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren, ich stelle mich mal daneben. Dann seht ihr jetzt eine Sache, die ihr bei Flocke vielleicht davor noch nicht gesehen habt. Die komplette Folge, die wir gerade hatten, wo wir die Stadt noch schön gemacht haben, als Timelapse mit einem schönen Song von Epidemic Sounds. Der Song ist natürlich mit eingeblendet. Auch bei Flocke. Wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Ich danke euch allen sehr, dass ihr mitgemacht habt. Flocke hat bestimmt auch noch ein paar nette Worte, deswegen hat die Abmod in dem Projekt. Ja, wir wollten doch eigentlich noch unsere Rüstung ablegen, mein Freund. Das wollte ich eigentlich noch dazu sagen. Das hätte ich jetzt offscreen, okay. Gut, ich finde, ich habe ja noch, ich habe ja noch bei mir noch Sachen und einen Rüstungsständer, also geht das? Ja, sehr gut. Dann machen wir das jetzt. Okay. Katze mutiert zum Hund. Hui. Oh yeah. Ins Haus. Zieh dich aus, du Katze, zieh dich aus, du Tatze. So, das Ding noch hier ablegen, das Ding noch hier ablegen, das Ding hier alles in die Truhen rein. Ihr seid natürlich angezogen. Wow. Das Zeug hier ist eine Eisenrüstung, wer will schon eine Eisenrüstung? Wir nehmen den geilen, wow, Shit hier drauf. Dankeschön. Flocke will die, hat eine coole Eisenrüstung, Leute. Die ist richtig nice und hallo. So, oh, wo ist mein Helm? Auf deinem Kopf. Ach, weil du dazwischen gelaufen bist, ja. Habe ich den dann aufgezogen stattdessen. Nein, nicht die Brust nehmen. So, dann hier, was ist wo? Da, mittlere Truhe, da tun wir unsere kompletten Items rein. Natürlich auch die Fischis, ihr kriegt auch meine Fischis, Menschen. Und ja, Flocke. Ja, es war sehr Call. Schön. Ich danke euch gerade bei mir auf dem Channel. Ich bin ja quasi explodiert auf YouTube. Dankeschön dafür, dass ihr auch euch meine Folgen angeschaut habt, auch wenn sie vielleicht nicht immer so spannend waren, weil, ja, Fails und so, ihr kennt das. Bei den Streams waren auch super viele Leute von YouTube drüben. Ich danke euch dafür. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir in ein sehr tolles nächstes Projekt und ich habe gleichzeitig Angst und gleichzeitig eine Heidenfreude daran,
dass das ab morgen dann erscheint, nämlich Craft Attack. Jo. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei der ersten Folge Craft Attack. Ich glaube, hochgeladen wird die um 9, richtig? Ja. Richtig, dann sehen wir uns morgen um 9. Schaut sehr gerne bei allen anderen vorbei aus der Turtlecraft-Gruppe und ja, dann mal bis morgen und einen schönen Samstag, Entschuldigung. Und jetzt noch einen schönen Timelapse. Genau. Tschüss.